meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eigentlich wollte ich euch heute draußen ein paar tolle Übungen zeigen, jedoch macht das Wetter heute überhaupt nicht mit. Ich bin normalerweise die, die im Frühling, Sommer, Herbst und auch im Winter draußen trainiert, egal wie kalt es ist. Da kann man sich einfach warm anziehen und das geht perfekt. Nur heute regnet es richtig, aber es regnet so richtig. Deswegen habe ich mich jetzt heute entschieden, auf Plan B umzusteigen und das ist ein Home Workout zu machen. Also auch für euch, wenn ihr mal nicht rausgehen wollt, no excuses, auch zu Hause kann man tolle Sachen machen und ich zeige euch heute was. Bevor es jetzt aber losgeht, gehen wir nach oben und mixen für mich einen veganen Pre-Workout Booster, damit ich auch wirklich mein Training durchziehen kann. Genau, wir alle kennen das, es gibt Tage, an denen ist man mehr motiviert, weniger motiviert, hat man mehr Energie, weniger Energie. Und MyProtein hat jetzt ein neues Produkt rausgebracht, einen veganen Pre-Workout Booster. Deswegen will ich ja jetzt den gleich hier in diesem Workout-Video für euch testen, damit ich euch ein Feedback geben kann, ob das etwas ist oder nicht. Also los, das machen wir jetzt als erstes. Genau, es sind neue Produkte von MyProtein für mich angekommen und die habe ich jetzt alle hier. Ich habe 95% davon schon getestet und genau, das, was ich noch nicht getestet habe, ist der vegane Pre-Workout und den testen wir jetzt zusammen. Ansonsten, über die habe ich euch ja schon einiges erzählt, die veganen Omega-Kapseln und die veganen Vitamin D3-Tabletten. Ganz kurz und simpel erklärt, die Fische, man meint immer, die sind so reich an Omega. Natürlich sind sie das, aber wieso? Weil sie sich von Algen ernähren. Der Blauwal, der größte Wal, der ernährt sich auch von Algen. Also von daher, ja, macht's so schlau wie die Fische, nimmt direkt die Algen. Man muss ja nicht, wenn hier die Algen sind mit dem Omega drin, den Fisch isst die und dann muss man nicht den Fisch essen. Man kann diesen Weg ja umgehen, man kann ja einfach direkt die Alge essen. So ganz simpel erklärt. Aber heute geht's um den veganen Pre-Workout. Ja, der Vegan Pre-Workout hat keine künstlichen Farb- oder Aromastoffe drin und keine künstlichen Süßungsmittel. Finde ich mega toll, ein sehr natürliches Produkt. Hauptsächlich besteht er aus Guarana, aus Koffein und aus Maca. Und diese Sachen geben euch eben wirklich diesen Kick, ja, also die wecken euch auf, wenn ihr mal zu müde seid fürs Training. Ein Messlöffel hat 150 Milligramm Koffein drin, da kann man nicht mehr müde sein. Da kann man nicht mehr zu müde fürs Training sein. Geschmacklich habe ich jetzt hier Cola Nut Flavor. Das riecht schon mal gut. Steht zwar ein Scoop, ich mache jetzt mal zwei. So, ich bin ready. Sollte man ungefähr 30 Minuten vor dem Training trinken. Das heißt, ich beginne jetzt gleich damit. Genau, das ist für mich das letzte Produkt, was ich aus der neuen veganen Linie teste. Die anderen Sachen habe ich ja schon alle getestet und man sieht auch, die verwende ich auch ganz fleißig. Jetzt habe ich für euch einen Code, wenn ihr euch auch irgendwas holen wollt davon. Ich habe euch einen 40% Code, also ihr könnt fast die Hälfte sparen, auf die ganzen veganen Produkte gültig. Und zwar ist das MPV Anja. Genau, jetzt schaue ich mal, ob dieser Vegan Pre-Workout auch so toll ist wie der Rest der Produkte. Ab geht's zum Training. Dass es einem so wach macht, das merkt man auf jeden Fall. Also es gibt einem so einen richtigen Kick, das merkt man auf jeden Fall. Ist ja auch kein Wunder, pro Messlöffel haben wir hier ja 150 Milligramm Koffein. Ich meine eine Kaffeetasse.
Eine Tasse Kaffee hat 120, also ja, schon ein ordentlicher Koffeingehalt. Vielleicht hätte ich nicht zwei Scoops reinmachen müssen, vielleicht hätte einer gereicht. So, weiter geht's. Meine weiblichen Zuschauer, wer von euch sonst noch Inspiration braucht, Ideen für Übungen braucht, die man ohne Fitnessstudio, ohne Geräte, überall, egal ob zu Hause im Wohnzimmer, wie ich heute, oder draußen im Urlaub, wo auch immer, umsetzen kann, der sollte sich unbedingt mal anjaslifestyle.com anschauen. Da findet ihr alles über meinen Lifestyle, von Kochvideos bis zu Trainingsvideos in einem geführten 4-Wochen-Programm. Es kommen jetzt auf Ende Dezember neue Videos, also Fit ins 2018, mit mir starten. Ihr braucht gar nichts dazu, nur euch selber, eure Motivation. Gut, ich bin mich langsam wieder ein bisschen am Erholen. Also ja, auch mein Feedback zum veganen Pre-Workout. Also den merkt man ganz gut. Vielleicht sollte ich nächstes Mal nur einen Scoop nehmen. Und an der Stelle erwähne ich nochmal für euch, wer sich irgendwas von den veganen Produkten von MyProtein holen möchte. Egal ob die veganen Riegel oder eben der Workout Booster oder vegane Omega-Kapseln, veganes D3. Ihr könnt jetzt mit diesem Code hier 40% sparen, MPV Anja. Gern geschehen, meine Lieben, kleines Vorweihnachtsgeschenk an euch. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut.